Eine sinnige Reihenfolge. Habe jetzt das gemacht, wie er es gesagt hat. Bring. Eine Mensch. Ich sehe. Tauschen die beiden mal aus. Mal gucken. Ein Mann hält ein. Immer wieder höher. Ein Mann hält. Immer wieder höre ich eine schwarze. Da ist ein Feuer. Ein Mann hält ein. Ein Armreif ist das nicht. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Ein Armreif. Ja, genau. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Aber ich höre nichts. Okay. Ist das einfach nur das falsche Artefakt? Genau. Vielleicht fehlt uns noch was, weil das ist ja eigentlich auch nur ein Schlüssel. Menschenmenge. Eine Menschenmenge. Ich gehe jetzt wirklich hier auf alles, ne? Damit ich nicht wieder nur blöde Scheiße gesehen. Das ist die blöde Sanduhr, da komme ich ja nicht ran. Ich weiß auch nicht, wie ich da rankomme. Ah, der Vorhang. Ja, lecker mio. Nehmen wir den doch. Komm zurück! Jetzt ist der Vorhang offen. Dahinter badet Nori in der Zauberquelle. Ich hätte gern den scheiß Vorhang. Aufwachen! Komm zurück! Ich sehe ein. Dahinter plätschert was. Kann ich dir den Schlüssel in der Hand drücken? Behalt das ruhig. Kann ich den damit abschneiden? Kein Schloss. Hab ich irgendwas zum Schneiden? Da ist ein Feuer. Meiner Flöte. So, es wird geflötet. Oh, la, 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 la. Kann ich dich damit abmachen, eventuell? Ich brauche den Vorhang. Klangteppich. Mich verarschen. Nehmen wir jetzt alles nochmal mit. So. Willst du eine Rabenfeder haben, Nori? Ich brauche den Vorhang. Rabe! Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Nein, noch nicht. Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Ich mache alles wieder heil. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Das ist schön. So, was nicht trödeln, Geron! Kann ich das damit machen? Ich will langsam mal hier. Feuerschleier.
Bring Vorhang. Aha. Die Nuri, können wir dir das geben? Wäre mal super. Vielleicht will es der Rabe haben. Ja, ich... Nuri, jetzt ist gut, komm da raus. Dia Valende, Nuri. Dia Narindilin. Siehst du, ich sag doch... Dia... Aufwachen! Sag doch, Herr Kanz. Er ist der Elfe, 100 pro. Komm, nimm mit jetzt. Komm zurück! Weil... Er wird... Kein Schloss. Klang. Schleier. Feuer. Ring. Traumweberin. Ja. Woran? Sie sind eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Ich brauche diesen Scheiß Vorhang. Da ist ein Mann. Finde. Ich suche ohne Ei. Lebe doch nicht. Was war da? Ach ja, siehst du. Feuerflöte, Ohrring, Federflöte, kein Schloss, Flammengefieder, an irgendwas erinnere ich habe, Feuer. Das? Komm nie an, schade. Das? Komm nie ran, schade. So, nochmal raus, Geron. Muss ich doch irgendwie mit rankommen. Kann doch nicht die Möglichkeit sein. Und so weit weg. Warum ist immer alles... Mein Arm ist... Der Sand... Es ist nicht gut. Danke. Oh nein. Mir hat einmal eine Scherbe das Leben gerettet. Warum hast du uns umgebracht? Halt die Sabbel da oben. Jetzt komm hier rauf. Ja, damit. Feuerscherbe, komm, pass auf. Glasflamme. Oder so. Kein Schloss. Federglas. Tonscherben. Ah, das... Kein Schloss. Oh, und jetzt aber. Glasscherbe oder mit dem Vorhang. Oder damit. Zack. Du hast uns alle umgebracht. Sehe ich anders. Warum hast du uns umgebracht? Sehe ich immer noch anders. Der Seher hat es gewusst. Der Seher weiß ja auch nicht. Er bringt das Ende, hat er gesagt. Hört auf. Warum hast du uns umgebracht? Hört auf! Redet, was ihr wollt, aber ich werde Nuri retten. Herr Nuri? Meine nackte Dio Valen. Dia. Ja, genau. Dio. So, jetzt hängen wir den Vorhang mal hier auf. Dann, der Flöder. Dann, der Feder. Ja, komm. Dann, das Feuer. Und dann den Reif. Das nächste. Easy. Schon wieder die Szene. Das ist das fünfte Mal, dass wir das sehen oder so. Du bist es. Du bringst das Ende. Corvus! Thank you.
Wie fühlst du dich, Jüngling? Was hast du erfahren? Es geht mir gut. Diese Prophezeiung. Das ganze Gerede, dass ich Unheil bringe. Daran war dieser verdammte Rabe schuld. Ich sehe, du hast etwas Wichtiges erkannt, Jüngling. Ja, aber jetzt muss ich Nuri retten. Ich weiß nun, wie ich herausfinden kann, ob die Prophezeiung stimmt oder nicht. In der Tat. Du kennst die Quelle deines Unglücks und bist frei, dich ihr zu stellen. Das Tor wird deine Absichten nicht mehr hinterfragen. Hab Dank. Leb wohl, Feenfreund. Okay. Mal jetzt eine blöde Frage. Läuft es jetzt in diesem ganzen Spiel darauf hinaus, dass wir einen Ring finden müssen, wo eine Feder draufgefallen ist? Eine fucking Feder und er dann gesagt hat, Corvus. Corvus Anima. Ardemy. Keine Ahnung, wie der hieß hier. Vincent Raven. Weil der, bei Uri Geller den ersten Platz gemacht hat. Nachthaar. Danke. Den Göttern sei Dank. Als Geron in seine Heimat zurückkehrte, war dort ein ganzer Mond verstrichen. Er war zu spät gekommen. Ein Fieberwahn hatte das Land befallen. Die Boten des Seers überbrachten finstere Träume. Träume vom Untergang. Der Seher hatte sich sein eigenes Prophetenreich erschaffen. Ein verzweifeltes Reich. Ein Reich der Angst. Wo? Nuris Versteck. Ich bin wieder zurück. Aber wieso schneit es? Es kann doch nicht einmal Anfang Boron sein. Nuri! Eisiger Empfang. Kann doch nicht mal Anfang Boron sein. Wieso denn nicht? Warum kann der Anfang nicht von bei Boron anfangen? In diese Welt kehre ich hoffentlich nie wieder zurück. Ja, war doch ganz nett. Die Königin hat ein bisschen genervt, aber sonst alles gut. Warum hat Nuri mir das hier bloß in den Weg gepflanzt? Haben wir das Messer noch? Wir haben das Messer noch, siehst du mal. Kämpfe ich mich jetzt wirklich mit bloßen Händen durch diese Dornenhecke? Ja, warum denn auch nicht, ne? Wir sind ja eigentlich nur auf der Suche nach deiner wahren Liebe und deiner Gefährtin. Da braucht man sich auch nicht mal durch Dornhecken schleiten. Nuri wird es verzeihen. Nuri wird froh sein, dass noch etwas überlebt hat, nachdem Hinkel, Finkel und der Rest ohne ihre Fürsorge verdorrt sind. Komm, nimm mal mit. Rausreißen. Eine Alraune hat überdauert. Siehst du mal. Nuri wird froh, nachdem Hinkel, Dinkel und Finkel, Schninkel und Ave Maria und Josef. Und so weiter. Eine Flechte. Wie der verfilzte Bart vom alten Seffel. Oder, ja, eine schöne Suppenflechte. Lecker. Fest verwachsen. Ja, wir haben ja ein gutes Messer. Komm, pass mal auf. Das Messer ist Allzweckwerkzeug hier. Wie der verfilzte Bart vom alten Seffel, ja, jawohl. Ich erinnere mich genau. So. Hoppidi hopp, Geron. Siehst du mal, wer ist er denn? Ach, das ist doch der Ritter. Zornbold, genau. Och Gott, oh Gott, oh Gott. Siadi mit den schönen Haaren. Was ist los? Der Ritter vom Taschkamm. Eine glorreiche Rückkehr hatte er offenbar nicht. Sieht doch noch aus. Ritter Zornbold. Was? Wer? Erinnert ihr euch nicht mehr an mich? Der Hof im Taschgebirge. Im letzten Herbst. Ach ja, der Bauernjunge mit dem schönen Mädchen. Ach, so schnell vergeht die Zeit. Sag, was ist aus dem Mädchen geworden?
von Nuri verlassen, von Nuri wird entführt, eigentlich eher das, ne? Sie hat mich verlassen. Warst du schlecht zu ihr? Ich habe sie belogen. Das passiert. Aber die Finsternis, die sich über uns zusammengebraut hat, sollte dich in diesen Tagen mehr sorgen. Nein, ich muss meinen Fehler wieder gut machen. Du kannst Liebe nicht erzwingen. Rette jetzt lieber dein Leben. Naja, also... Warum sitzt ihr hier allein vor der Stadt? Ich bin an meiner Queste gescheitert. Ich habe den König und mein Land enttäuscht. Ich war auf der Suche nach dem Seher. Er ist zurück und schickt seine finsteren Krähen über das Land. Der Wahnsinn erfasst uns alle. Was du nicht sagst, also das weiß ich schon seit einigen Folgen. Habt ihr den Seher aufgespürt? Nein, aber ich war ihm nahe wie kaum jemand zuvor. Je weiter ich ritt, desto öfter wurde ich von unheimlichen Kreaturen beobachtet. Ihre seelenlosen Blicke brannten in meinem Rücken und sogen mir das Leben aus den Knochen. Geschwächt verließ ich schließlich meinen Pfad, um sie in der Dunkelheit zu konfrontieren. Doch sie kämpften mit widernatürlicher Kraft. Ich entkam ihnen nur mit Not. Sie wollten mich möglichst weit vom Versteck ihres Meisters fernhalten. Ich bin mir sicher. Du bist ja ein richtig guter Ritter, aber... Was ist mit Andergast geschehen? Das Unheil brach über uns herein. Krähenschwärme verwüsten das Land, bis nur noch tote Erde zurückbleibt. Sind es noch mehr geworden als im Herbst? Ganze Krähenstürme! Jede Nacht werden es mehr. Es heißt, sie bringen diese schlimmen Albträume. Selbst in ihren Häusern sind die Leute nicht mehr sicher. Was unternimmt der König gegen die Bedrohung? Als er erfuhr, wer hinter der Krähenplage steckt, sandte er die tapfersten Ritter und vielerlei Soldvolk aus, um den Seher ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Doch keiner kehrte siegreich von seiner Queste zurück, wenn er überhaupt zurückkehrte. Und nun bin auch ich gescheitert. Wo ist der König? Er hat sich in der Burg verschanzt. Es scheint, dass der Seher sein unheilvolles Werk nach 13 Jahren nun doch noch vollendet. Erzählt mir von den Kreaturen, die euch zurückgeschlagen haben. Seelenlose Geschöpfe. Kalt, unnachgiebig und endgültig wie Boron selbst. Ich will nicht mehr daran denken. Sie waren nicht von dieser Welt. Also es klingt allgemein nicht so gut gerade. Selbst der König verschanzt sich in seiner Burg. Das ist ja erbaulich, wenn Könige das tun. Mehr muss ich dazu nicht hören. Ja. Wisst ihr, ob ein Feenforscher Andergast erreicht hat? Ein auffälliger Kerl namens Giacomo Nauta. Nie gehört. Frag lieber mal in der Magierakademie. Die Gott. Kennen sich mit sowas besser aus. Das müssen wir noch in die Magierakademie. Ich wollte schon Gilde sagen gerade. Ihr sitzt hier, weil ihr an der Aufgabe gescheitert seid? Ich wage nicht, unverrichteter Dinge zurückzukehren. Ob ich nun Bericht erstatte oder nicht. Unser aller Ende ist doch nicht mehr aufzuhalten. Zu verharren und aufzugeben hilft genauso wenig. Lass mich! Ich habe versagt! Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel schwerer ist, diese Last zu tragen, als mein Leben für das Land zu geben. Gebrochener Geist, gebrochener Körper. Ja. Seht! Ein Zweig hat überlebt. Ein Zeichen der Hoffnung. Träum weiter, Junge. Oder noch besser, träum gar nichts mehr. Jetzt klingst du so wie Geron am Anfang, wirklich. Der hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Ja, brei mir ab, komm, was soll's. Brauner Eichenzweig. Der hat wohl die... So, warte hier rüber, ja. Siehst du mal. Siehst du. Lass mal rein. In die gute Stube.